Es droht eine Umweltkatastrophe vor der Küste Sri Lankas, denn dort sinkt ein ausgebranntes Schiff, das mit Chemikalien und Mikroplastik beladen ist. Marine und Küstenwache bereiten sich auf das Auslaufen von Öl vor, so ein Marinesprecher. Das Heck des Schiffes ruht nach wie vor auf dem Meeresboden in 21 Metern Tiefe. Der Bug senkt sich ebenfalls langsam ab. Bergungsexperten sind vor Ort, um die Lage zu beobachten. Durch einen Brand war der Frachter schwer beschädigt worden und begann bereits gestern zu sinken. Jegliche Versuche, das Schiff in tiefere Gewässer zu schleppen, scheiterten. Durch den Unfall wurden bereits mehrere Tonnen Kunststoffgranulat zur Herstellung von Plastiktüten ins Meer und an die Küsten geschwemmt.